Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp. Ihr habt gerade gesehen, ich bin gerade den Kurzschwung in sehr steilem Gelände gefahren. Das kommt auf der Kamera nicht so rüber, aber schon relativ steil. Ihr habt die anderen Skifahrer gesehen, die sich sehr, sehr schwer getan haben. Und das ist auch bei vielen von euch die Problematik, denn viele von euch haben mich gebeten, mal ein Video zu machen, einen Quick-Tipp zu dem Thema Skifahren in steilen Hängen, auf schwarzen Pisten, auf engen Pisten. Was ist eigentlich das Tückische an steilen Hängen? Wenn wir jetzt, ich mache mal wieder meine schöne Kurve auf, Kurvenwechsel, wenn wir jetzt mit dem Ski in die Kurve reinfahren, beschleunigt der Ski sehr, sehr stark. Und das erfordert von uns Skifahrern eine bewegungsbereite Position. Wir müssen den Außenski früh treffen und die Kurve tendenziell etwas kleiner fahren, anstatt dass wir eine Riesenkurve fahren. Weil dann wird der Ski halt schneller und wir verlieren schneller die Kontrolle. Das heißt, beherzte Aufkanten und eine bewegungsbereite Position. Und das ist auch schon Tipp Nummer 1. Wenn du in den Hang reinfährst, dann fokussier und konzentrier dich. Geh nicht in den Hang rein, ich mach's davor. Geh nicht in den Hang rein, so und schon bin ich hinten und bin nur noch Passagier auf meinem eigenen Ski. Sondern fokussier dich, Körperspannung, relativ tiefe Position, dass der Körperschwerpunkt nah an den Skiern ist, dass sie die schnell drehen können und dann hast du schon mal eine gute Position, um in einen Steilhang hereinzufahren. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Wie ich schon gesagt habe, beschleunigt der Ski schneller. Wenn jetzt hier die Kurve ist, bis zur Falllinie wird es ja in der Kurve immer steiler. Das heißt, wir müssen wirklich in jeder Kurve uns nach vorne pushen, wenn es steil ist, damit wir immer noch mittig über dem Ski stehen und nicht in Rückenlage kommen, sodass wir keinen Einfluss mehr auf unseren Ski haben. Denn nur wenn wir mittig die ganze Zeit über dem Ski stehen, haben wir die Kontrolle und können auch sportlich schöne Schwünge fahren. Jetzt fahre ich euch mal in einem Steilhang einen solchen Kurzschwung vor und pushe mich von Kurve zu Kurve immer wieder richtig nach vorne. Auf geht's! So, ihr habt gesehen, ich habe mich wirklich in der Kurve immer extrem nach vorne gepusht, sodass ich dann immer mittig über dem Ski gestanden habe. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Das habe ich schon im Eingangswort gesagt. Wir müssen vom ersten Moment des Schwungs versuchen, die Innenkante des neuen Außenskis zu treffen und den Ski dann wirklich beherzt aufkanten. Hierzu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich dir 5 Tipps gebe zum Thema Aufkanten. Das verlinken wir mal hier oben. Jetzt zeige ich dir mal 2 sehr, sehr effektive. Einmal die Rutschtreppe. Hier das Gelände optimal, weil es relativ steil ist. Dann fällt es dann einfach. Ich stehe jetzt hier und habe die Ski aufgekantet, damit ich nicht runterrutsche und bin mit meinem Oberkörper über dem Außenski, sodass mein Körperschwerpunkt mittig zwischen beiden Skiern ist, also mittig auf dem Ski sozusagen. Und jetzt bei der Rutschtreppe kanten wir die Ski mal ab und kanten dann wieder auf, um da ein Gefühl für die Kante zu kriegen. Also Achtung, aufkanten, abkanten und aufkanten. Also, ich würde euch empfehlen, das auf beiden Seiten zu machen, um dann wirklich ein Gefühl für die Kante zu kriegen, was ihr dann machen müsst, auch um im steilen Gelände den Ski gut aufkanten zu können. Jetzt noch eine weitere Übung, und zwar der Hockeystopp. Würde ich dir empfehlen, erstmal im nicht so steilen Gelände zu machen. Ich mache es jetzt hier, weil ich jetzt gerade hier bin. Ich mache es einmal vor und du übst das schon einfach und dann wirst du sehen, wie es dir helfen wird. Der Hockeystopp ist letztendlich ein Stoppschwung. Um zum Stehen zu kommen, müssen wir die Ski richtig stark aufkanten, richtig Druck geben, sodass wir dann zum Stehen kommen. Und das wird uns auch helfen im steilen Gelände, dass wir dann dem Ski richtig schön Druck geben, dass die Kurve schön zufährt. Okay, ich würde wie gesagt euch empfehlen, das im nicht so steilen Gelände zu machen und das dann mal auf beiden Seiten auch ein bisschen häufiger, als ich es jetzt gemacht habe. Damit du wirklich mal ein Gefühl dafür kriegst, wirklich mal richtig stark aufzukanten. Und das können wir dann mit in den Schwung mit reinnehmen.
kommen wir zu Tipp Nummer 4. Ganz, ganz wichtig ist, dass die Impulse, dass der Ski sich dreht, aus den Beinen kommen. Die Bewegung wird aus den Beinen initiiert und der Oberkörper ist super stabil und quasi von der Arbeit, die die Beine verrichten, separiert. Das heißt, wir haben hier oben sind wir super stabil und unten arbeiten wir schön aus den Beinen heraus. Dafür zwei Übungen. Okay, erste Übung, Stöcke auf Halbmast vor den Körper, sind hier richtig am Richtung Spannung drin. Und wenn wir in die Kurve fahren, spannen wir die Kurven äußere Hand an, geben unserem Unterkörper das Signal, den Außenski zu treffen und beherzt nach vorne zu gehen. Okay, bist du bereit, Resel? So, das war Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 ist auch eine sehr, sehr gute Übung. Stöcke außen greifen, hinter den Kopf, über den Körper. So, und dann fahren wir auch mal den Kurzschwung. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das wird euch auch helfen, besser über dem Ski zu stehen, weil dadurch müsst ihr automatisch eure, vom Seitenprofil her, müsst ihr eure Hüfte strecken und sitzt nicht so stark in der Kurve ab. Auf geht's! Fortgeschritten unter euch können dann auch wieder die Außenhand anspannen und so leicht runtergehen, sodass wir die Ski mehr aufkanten können, dadurch das Knie und Becken mehr in die Kurve einkippen und dadurch, dass wir hier oben anspannen und so ein bisschen über den Außenski gehen, haben wir auch den Oberkörperausgleich, sodass wir weiterhin eine mittige Position über dem Außenski haben. Und jetzt kommt der letzte Tipp. Tipp Nummer 5 ist einfach, fang nicht im Steilen an, das Fahren auf steilen Pisten zu trainieren, sondern fang wirklich erstmal auf einer blauen Piste an, mach die Übung, dann auf einer roten, wirklich mal die Schwünge schön zuzufahren, früh die Innenkante des neuen Außenskis zu treffen und steigert euch da immer weiter in der Steilheit, bis ihr euch sicher fühlt, in einen Steilhang reinzugehen. Und wenn ihr dann drin seid, denkt an die ganzen Tipps, vor allem an Tipp Nummer 1, dass ihr dann auch im Kopf bereit seid, vielleicht euch schon visualisiert habt, was ihr machen müsst und dann ist es ein Kinderspiel. Wenn ihr Angst habt, fokussiert euch auf den Moment und dann habt ihr auch keine Angst mehr, weil wenn wir im Moment sind, dann können wir keine Angst haben, weil wir ja voll konzentriert sind. Ich hoffe, dass dir diese 5 Tipps weiter geholfen haben oder weiterhelfen. Und wenn du noch weitere Problematiken in der Skitechnik hast, dann schreib es doch einfach in die Kommentare. Und wenn du kein weiteres Video von mir verpassen willst, dann abonniere mich doch. Ich freue mich sehr über deine Bewertung mit einem Daumen hoch oder einem Daumen nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat, kann ja auch sein. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreib auch bitte warum, damit ich mich auch noch verbessern kann, weil sonst wird es ja langweilig für mich, wenn ich kein Wachstum mehr habe. Okay, ich wünsche dir noch einen extrem schönen Tag. Mach's gut, dein Julian. Ciao.